Alle Materialien, die wir einsetzen, ob in Computern, bei Flugzeugen oder als Katalysatoren, sie alle waren einmal Materialrohlinge. Ihre Eigenschaften mussten erst zum Leben erweckt werden. Der Exzellenzcluster Engineering of Advanced Materials in Erlangen macht genau das. Er fängt beim Kleinsten, den Molekülen und Partikeln an und entwickelt sie in vielen Stufen, mit vielen Beteiligten, zu fertigen Demonstratoren weiter. Und um dieses zu machen, machen wir solche Bausteine. Wir bauen sozusagen Materialien auf und das kann man sich ja etwa vorstellen wie Lego-Steinchen, wo eins ins andere passt, wo die Teilchengröße, die Teilchenform stimmen muss, die Wechselwirkung stimmen muss, dass die auch zusammenpassen. Und das führt sozusagen zu Produktionsprozessen, wir nennen es Prozessketten. Am Anfang der Prozesskette stehen oft Partikel. Sie entstehen aus Molekülen durch die Partikelsynthese. Hier ein Modell einer Mischkammer, in der das Strömungsfeld in einem Reaktor untersucht wird. Fertig sehen die Partikel sehr unterschiedlich aus. Diese hier sind halb mit Metall beschichtet, ein spezielles Design für eine Gruppe innerhalb des Clusters. Wenn wir die Partikel hergestellt haben, dann charakterisieren wir sie erst einmal hier im Rasterelektronenmikroskop. Aber wir schauen uns auch die optischen Eigenschaften an und sehen dann sofort, welches Partikeldesign zu besseren optischen Eigenschaften führt. Mit den Partikeln ist der erste Schritt getan in der Prozesskette. Aus dem losen Haufen sind Überstrukturen geworden, die aus den Bausteinen zusammengesetzt wurden. Diese größeren Strukturen werden in der nächsten Stufe der Prozesskette weiter bearbeitet. Professor Harlik und sein Team bringen die für die Nanoelektronik hergestellten Partikel in die richtige Struktur, sodass am Ende ein funktionierendes Bauelement, zum Beispiel ein Dünnfilmtransistor, entsteht. Was wir hier sehen, ist dieser kleine Spalt hier, das ist der eigentliche funktionale Bereich. Und natürlich kommt es auch vor, dass bei solchen Strukturaufbauten auch mal Fehler entstehen. Und dann ist es letzten Endes so, wenn so ein Fehler hier eingebaut ist in eine Schicht, dass das Ganze nicht mehr funktioniert oder nur schlecht funktioniert. Und wenn das passiert, dann muss man die Fehler finden. Dazu können die Forscher zum Transmissionselektronenmikroskop, kurz TEM, gehen, das aus Clustermitteln beschafft werden konnte. Seitdem hat Professor Spieker laufend Anfragen seiner Kollegen. Ja, das ist ein Nanopartikel, den wir von Kollegen bekommen haben. Und die wollten wissen, wie ist die innere Struktur, die atomare Struktur und warum wachsen die Partikel, wie sie wachsen und welche Form nehmen sie an. Und wir untersuchen jetzt hier mit dem Transmissionselektronenmikroskop auf atomarer Skala, welche Defekte in diesem Nanopartikel sind und wie sie sich auswirken auf die Form und die Eigenschaften. Kennt man die festgestellten Defekte, kann man diese auch wieder ausheilen. Ein Vorteil, den nicht nur die Nanoelektronik nutzt. Auch die anderen Gruppen des Exzellenzclusters, wie der Leichtbau, die Katalyse sowie die Photonik und Optik, profitieren vom TEM. Die Kooperation im Cluster besteht nicht nur entlang der Prozesskette, vom Partikel zum Material, sondern auch zwischen den einzelnen Forschungsbereichen selbst. Ein Geben und Nehmen von Wissen wie beim Elektronenstrahlschmelzen beim Leichtbau. Die leichten und porösen Materialien nutzen etwa auch den Bereich Katalyse als Trägermaterialien. Wir haben ja in dem Exzellenzcluster ein durchgehendes Prinzip der Anschauungsweise, das ist dieser hierarchische Aufbau. Also man befasst sich bei Materialentwicklung immer mit der Struktur. Aber was bei uns anders ist, ist, dass wir das durchgängig machen auf allen denkbaren Ebenen. Atomebene, Mikroebene, Mesoebene, Makroebene. Und wenn man das tut, dann kann man voneinander lernen, ganz egal, ob der eine jetzt ein Leichtbaumaterial entwickelt und der andere einen Katalysator und der dritte eine elektronische Komponente. Das Wichtigste sind die Anwendungsmöglichkeiten, wie bei den Leichtbaumaterialien aus Metalllegierungen oder Keramik. Das hat auch der Vater des deutschen Wirtschaftswunders, Ludwig Erhard, gewusst. Forschung muss zur Anwendung. Und so sind am Cluster auch die Industrie- und Forschungseinrichtungen beteiligt, zum Beispiel ein Max-Planck-Institut und zwei Institute der Fraunhofer-Gesellschaft. Gedruckte Elektronik wird am Fraunhofer-Institut für integrierte Systeme und Bauelemente-Technologie an diesem Tintenstrahldrucker produziert. Eine gedruckte Schaltung ist das Ergebnis der Prozesskette, vom Nanopartikel bis zu Mikrobauteilen. Die flexiblen Solarzellen auf dieser Tasche können so in Zukunft auch unterwegs ein Handy laden. Modernste Materialentwicklung für den Alltag, ganz im Sinne des Exzellenzclusters in Erlangen.